Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Workers and Resources auf der Festia-Karte. Ja, wir haben wieder den 20. Oktober. Wir fangen dort an, wo wir zuletzt aufgehört haben. Zwischendurch gibt es oder habe ich eine Extrasendung veröffentlicht über Krankenhaus, Arztbesuch und so weiter, weil ich das ja forschen wollte. Und die müsst ihr euch extra anschauen. Hier werde ich trotzdem nur kurz drauf eingehen und das beobachten, was ich da gelernt habe bei der letzten Folge über Krankenhaus, im Archiv zu sehen. So, dann wollen wir mal anfangen. Und zwar handelt diese Folge von Terraforming und weiter Fortschreiten in der Zeit. Jo, es ist so, wir brauchen in Zukunft viel Kies. So, Kies finden wir überall da, wo Felsen sind. Jetzt können wir den Kies hier überall abbauen, wo wir lustig sind. Da wir aber hier später auch noch unsere Industrie bauen, dachte ich mir, werden wir den Kies direkt im Gebirge abbauen. Hier haben wir unser Wasserwerk. Das heißt, wir haben hier so eine Art Wasserschutzgebiet. Das heißt, weiter als bis hierhin will ich mit Industrie und Straßenbau gar nicht gehen. Wir haben des Weiteren hier ein Gebiet, das hatte ich in einem Testlauf schon erkundet, haben wir hier gute Kiesabbaustellen. Da wollen wir doch mal gucken. Wo war das? Bauindustrie, Schotter. So, da müssten wir jetzt nur noch so abflachen. Ich mache das mal jetzt hier so kurz aus Spaß, dass ihr das mal seht. Wir haben aber eingestellt, wir bezahlen alles mit Geld, das wollen wir nicht. So, und jetzt ist Folgendes. Wenn ich jetzt hier drücke, ja, hat er nicht gemacht, genau, Shift drücken. So, überall da, wo natürlich jetzt hier grüne Stellen sind, da könnte man jetzt super Kies abbauen. So, jetzt arbeiten wir hier. Wir sehen, dass da nur ganz wenige Bagger tätig sind. So, das heißt, wenn wir hier in so einem großen Gebirge arbeiten, das würde ja ewig dauern, bis wir fertig sind. Diese Bagger, die kommen von hier. Ja, wir könnten natürlich auch jetzt hier oben noch ein weiteres Bauding da bauen. Baubüro. Ja, anstelle von Ding. Was kostet denn eins? Aber wir brauchen so und so hier später eins, was weiter für die Stadt baut und so. Das Konstruktionsbüro, genau, kostet 7.000. Dann könnten wir die Bagger und Geräte auch später dafür nutzen, aber die brauchen später auch Strom. Ja, wir können die Bagger auch später da hochfahren lassen. So, wir haben ja jetzt ein bisschen Geld und wir machen uns das jetzt einfach, weil wir werden doch über die Schuldenlast sprechen, die wir hier zu tragen haben in dem Spiel. So, Rubel, ich komme ein bisschen durcheinander. So, Bulldozer, Bagger, wir kaufen 1, 2 Bagger dazu. Haben jetzt 3. Jetzt kaufen wir noch Bulldozer. 1, 2 oder wäre besser noch einen weiteren Bagger? Ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir nicht mehr so viel Geld und aus dem Grunde werden wir jetzt auch nicht mehr kaufen. Das werdet ihr merken, wenn wir das Spiel laufen lassen, wie uns die Schuldenlast erdrückt. Ich glaube, ich gehe da jetzt mal kurz schon mal drauf ein, damit ihr das wisst. Wir haben ja hier Wirtschaft und Handel. Jetzt gehen wir mal hier auf Kredit
dann sehen wir, wir haben über 2 Millionen Schulden. Wir müssen jeden Monat fast 100.000 Rubel zurückbezahlen. So, das ist natürlich so viel, dass wenn wir jetzt mal hier auf unsere Ein- und Ausnahmen gucken, dass ihr hier sehen könnt, wir nehmen ein im letzten Monat, ne, 129.000, also ca. 130.000 durch unser Ölverkauf an die Sowjetrepublik im Nachbarland. Und geben gleichzeitig aus 100.000 Rubel zahlen wir an Schulden zurück. Somit bleiben 30.000 übrig. So, diese Werte hier beziehen sich auf Baukosten. Ja, so, ansonsten Fahrzeuge haben wir importiert, Arbeitskräfte. Also ihr könnt mir vertrauen, also es sind so um die 120.000, die wir zahlen. Wir machen also ja, mehr, also ungefähr so 3.000, 4.000 plus machen wir im Monat an Rubel. In Dollar kommen wir besser weg, da verdienen wir zurzeit sogar, da bleibt am Schluss unterm Strich mehr übrig. Im Monat. So, und unter diesen Voraussetzungen können wir uns jetzt gerade kaum irgendwie was groß leisten. Ja, weil wir wollen ja nicht in die Schulden und immer mehr aufnehmen. So, jetzt zeige ich euch aber das Terraforming. So, wir gucken mal, wo soll denn später unsere Straße hin? Wir können ja Schlammstraßen schon mal einfach so bauen. Lehmstraße. So, Topografie, dafür ist die da. Und so. Hier geht zum Beispiel ein Weg hoch. Ziemlich einfacher. Ich würde mal sagen, wir packen das so hier an. Versuchen geradeaus durchzuziehen. Das kann er nicht. Er kann nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann ist nämlich Sense. Das werden wir jetzt auch so durchführen. Da nicht, da nicht. Das ist gut mittig, ne? So. So. Schon ebnen wir hier ruckzuck ein, wie ihr seht, mit unseren neuen Baggern. Können hier weiter runter. Schön gerade. Jetzt gucken wir mal weiter, wie wir hier weiterkommen. Also am liebsten würde ich ja sagen, wir müssen in diese Schlucht hier. Ne? Das heißt, wir haben hier nochmal so ein Ding. So wäre am besten. Also werde ich das letzte jetzt nochmal abreißen, weil mir der so krumm vorkommt. So. Ne, also ein Tunnel zu bauen ist wesentlich teurer. Hier kommen wir jetzt schon mal recht gut weiter. Muss ich das mal vorstellen. Der kann sogar schon... Hier wären wir jetzt schon so richtig toll in der Schlucht drin. So. Relativ gerade. So, jetzt kommt der Trick 17, mit dem wir jetzt hier diese Höhenlast mit den Hügeln, also ich würde gerne sogar noch ein Stückchen weiter runterkommen.
Sind ja dann noch nicht im Wasserschutzgebiet? Nein. Gut. So. Recht gut. So, einfach nur, damit wir das schon mal so haben. Hier kann man immer noch so eine kleine Kurve setzen. Hinterher sagen wir ja auch, wir machen hier so eine Einbahnstraße. Hier kann man nur in die Richtung fahren und da kann man nur so. Da haben wir hier rechts eine Straße und links eine Straße. Die andere ist Versorgungsweg. So, da wären wir schon so gut wie in der Schlucht. Das gleiche können wir später auch hier noch weiter fortsetzen, dass wir dann hier so weiter durch diese enge Schlucht gehen. Können aber auch hier dann so einen Knick machen, ein bisschen hier so runter. Das machen wir, wie es dann nötig ist. Jetzt geht es erstmal darum hier. Ich werde Folgendes machen. So, wir sehen jetzt, hier ist die Mitte. Und jetzt gehen wir hier zwei Felder runter und reißen das ab. Und jetzt gehen wir hier zwei Felder runter. So. Jetzt ziehen wir das wieder neu. Ja, ich will aber nicht. Dass da jetzt so ein Knick drin ist, das passt mir überhaupt nicht. Kommen wir nicht drum rum, ne? Jo. Ich dachte eigentlich, der wird jetzt. Dann werden wir mal ein bisschen mehr wegnehmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Macht er nicht mehr. Gut, dann machen wir jetzt den Dreier. 1, 2, 3. Jetzt hier 1, 2, 3. Zueinander, oder was? 1, 2, 3. So. Immer dieser Knick. Jetzt werden wir hier noch was wegreißen. So, mal gucken, was jetzt passiert. Kann er nicht. Okay, aber wir kriegen den hier schon irgendwann so hin. Müssen den Winkel beiholen. So, jetzt mal gucken. Jetzt kommen wir hier schon wieder weiter. Ja. Ich denke mal, wir müssen das hier nacharbeiten. So.
Jetzt können wir mal versuchen, weiter vorzugehen. Das ist jetzt hier die Mitte, ne? Der höchste Punkt. Jetzt gehen wir mal weiter. Eins, zwei. Eins, zwei. 3, 4. Wie gesagt, ein bisschen experimentiere ich ja jetzt gerade auch noch hier. 1, 2, 3, 4. So, jetzt nochmal ausprobieren. Und wenn nicht, dann sind wir schon auf der tiefen Stufe, die wir ja irgendwie jetzt machen. So. Er geht aber nicht tiefer, ne? Nee, macht er nicht. Jetzt wollen wir mal gucken, wie weit wir kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nur mal so. Jetzt mal nur einen tiefer. So. Interessant, ne? Das schafft er noch. Aber den nicht mehr. Bergab zu steil. Gut. Dann nehmen wir jetzt hier auch noch das eine Stück weg. So. Was sagt er jetzt? Dann ziehen wir jetzt hier mal eine neue Straße. Gucken, was er jetzt macht. So. Können wir nichts machen. Der bleibt so. Also tiefer kriegen wir den hier nicht. Können den also nicht senken. Und das ist aber auch gut so. Also kommen wir ja klar. So. Den Rest, da muss man mit klarkommen. So. Ist schon ein Ding, ne? Könnte man lieber sagen, wir gehen da unten noch nach links und nach rechts, ne? Mal so sieht, wie toll gerade das so ist.
Ist ja klar, wir können ja die Straße später hier auch nochmal schräg holen. Gehen wir jetzt erstmal darum, dass wir die hier haben. So, das war Terraforming Teil 1. Aber der Stream ist noch nicht zu Ende. Sondern das, was ich erstmal hier so mir vorgenommen habe, dass wir hier erstmal so ein Stück haben. Ja. So, jetzt wäre mir lieb, wir machen mal die Topografie eben aus. So. Jetzt haben wir hier eine Wahnsinnsschneise drin, wie man sieht. Kriegt man das nicht tiefer? Ich werde mal was herumexperimentieren, weil man sieht ja richtig diesen deutlichen Knick und diesen Bogen da drin. Das kriegen wir tiefer. Hundertprozentig. Ja, wahrscheinlich müssen wir nur hier in der Mitte den Boden ein bisschen senken. Wir werden das jetzt mal hier ausprobieren. Terraforming. Wir werden den Boden senken. Weiß ich gar nicht, wie viel haben wir denn hier, wie viele Felder. Dann nochmal zählen. Lass mal gucken, wie viel wir hier haben. Wir sind ja in Feld 1, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Bleibt das Stück stehen. So, jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das tiefer? Ein Loch bohren? Hier in der Mitte. Der jetzt tiefer gekommen ist, kann man jetzt schlecht ersehen, ne? Einfach mal wieder eine Straße ziehen. In der Mitte. Das hat so gut wie nichts gebracht. Geht nicht tiefer. Können höchstens hier versuchen. Okay. So, jetzt versuchen wir mal eine Straße jetzt zu bauen. Dass es überhaupt geht. Da kriegen wir tatsächlich was weg. Jo.
Wollen wir mal gucken, ob wir das hier auch schaffen. Der Winkel ist ein bisschen blöd geworden. So, jetzt sind wir direkt schon mal wieder ein paar Erdschichten tiefer gekommen. Wollen wir mal jetzt hier ein bisschen tiefer machen? Gut, wegreißen. Hier versuchen noch mal ein bisschen tiefer zu kommen. Das ist ja wie eine Bergsprengung, ja. Das ist nochmal von der Seite. Jetzt erst trennt sich da eine ganze Schicht. Ah, wir müssen hier das so ist auf jeden Fall was wegmachen. So.
Das wird Spritkosten sein, ja. Naja. Also das heißt, Terraforming ist auch nicht völlig kostenlos, ne? Kostet auch Sprit. So, jetzt will ich ja mal gerne sehen, was das so gebracht hat. Oh Mann. Oh Mann. Eine tiefe Schlucht. Natürlich nicht. Ich sag jetzt mal, hier ist die Mitte. Wir müssen auf jeden Fall hier was wegmachen. Wow. Interessant. Da kann er hier nicht gelb. Schade, schade. Aha. Ob das jetzt wirklich groß was gebracht hat, wissen wir nicht. Das ist ja auf jeden Fall richtiger Käse. Ist auf jeden Fall ein Anstieg noch da. Ich glaube nicht, dass wir so richtig tiefer gekommen sind, ne? Können jetzt nur versuchen, wieder so in der Mitte noch mal so ein, zwei Stellen rauszuschneiden. Das war jetzt hier so vielleicht direkt vom Anfang an. Komplett weg. Hat er nicht gemacht. Bis dahin. Dann machen wir auch hier. Er will es so, wie es ist. Mehr geht nicht. Das Einzige, was man noch versuchen kann, ist jetzt hier unten noch ein Stück verlängern.
So. Und jetzt reißen wir hier hinten noch mal ein bisschen was ab. Hoffentlich haben wir den Winkel gut erreicht. Das gleiche machen wir hier auch. So, ungefähr bis dahin. Und jetzt wollen wir mal gucken, was jetzt passiert. So, so. Ja, klar. Der geht immer nur ungefähr bis dahin. Aber gut wäre jetzt auch schon mal bis hier. Jetzt weiß ich nicht, ob er den vorne heben wird. Oder den anderen senkt. Der senkt. Definitiv. Gut. Dann machen wir das so weiter. Reißen wir den wieder hier ab. Dann haben wir jetzt raus, wie das geht. Dass wir da vielleicht ein Stück weiterkommen. Er kommt jetzt bis hier hin, irgendwie. Ist nicht so gut. Wir versuchen es jetzt mal anders. Wo wäre der denn jetzt hier der Durchgang? Gibt keinen extra. So. Also am besten kommt man immer weg, wenn er in einem durchgezogen ist. Und wo es hinten auch schon mal gut runter geht. Also der sieht jetzt sehr sauber aus, sag ich mal. Besser geht das nicht. Und dann lassen wir das jetzt auch so. Irgendwo muss ja auch mal ein Bauvorhaben zu Ende sein. Ja, ich sag mal, das ist auch ein herrlicher Bergpass. So. Besser kriegt man den noch gar nicht hin. Man kommt hier einfach nicht tiefer. Es ist so, wie es jetzt ist. So. Ist doch schon sehr tief weit gekommen. Kann auch hier später noch eine Kurve reinziehen. Aber wir kriegen das nicht besser von der Steigung her. Jo. Dann sage ich jetzt erstmal speichern, Spiel speichern als neuer Spielstand. Schreibt mal anders. 019. So. Haben wir schon mal eine schöne Bergstraße.
Ja, jetzt will ich ja hier oben noch Terraforming machen. Und zwar hatte ich ja festgestellt, dass hier hervorragende Kies-Eigenschaften sind. Wir wollen allerdings nicht den Berg so unglaublich hochkommen. Und ich sag mal, wäre jetzt schön, wenn wir hier so eine Schneise reinbauen. Also das Kiesvorkommen, wenn hier eins entdeckt wird, ist auch ein paar Schichten tiefer ebenfalls vorhanden. Also wir können jetzt hier den Berg ein bisschen abtragen, damit wir hier oben eine schöne Plattform haben, um Kies abzubauen. So, jetzt machen wir das auch mit Trick 17. Ich lasse aber einmal kurz laufen. So. Jetzt werden wir zur Bauindustrie gehen. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel eine große Verarbeitungsanlage für Terraforming nehmen, werden wir sehen, die kriegen wir hier nirgendwo hin platziert. Ja? Kommen wir nicht weiter. So, die einzige Chance, die wir jetzt haben, die wäre jetzt zum Beispiel mit einem kleinen Gerät sowas zu versuchen. Wie hier zum Beispiel. Jetzt gehen wir mal auf die Terraforming-Geschichte. Dann würde ich mal sagen, wenn wir so ungefähr in dem Bereich der Straße hier sind. Ich hoffe, das klappt auch. Dann wäre das schon eine extreme Höhe. Erhebt an. Genau das will ich jetzt hier an der Stelle noch nicht. Machen wir mal hier. Das ist jetzt echt so hoch. Sind wir da in der Schlucht oder? Schwer zu erkennen. Muss man jetzt mal ehrlich sagen. Oha. So. Aha. Da ist er noch oben, wie so eine Trasse, wie man sieht. Also hier wäre so ungefähr die Höhe. Ich mach mal weg. Also ist eigentlich eine recht gute Höhe. Und dann werden wir da auch von ausgehen und uns hier in den Berg reinfressen. Das wird eine heftige Arbeit. Also wir sehen jetzt überall hier schlechte Kiesqualität, aber ich will, dass wir hier schon im Gelände runterkommen. Da können wir das später gut nutzen hier. So, Qualitäten sind wirklich sehr schlecht. Die werden hier immer besser hinterher. Ihr seht hier 52%. Vielleicht sehen wir hier noch was. Ja, hier kommt er später auf 100% fast. Das ist natürlich eine Frage, ob man schon hier unten anfangen soll. So, wir können jetzt hier immer so Schritt für Schritt vorangehen und ein bisschen einebnen, damit wir für den Großen das ausbessern. Oh, schon wieder gebaut aus Versehen, abreißen. Oh, das wird jetzt ein sehr langer Prozess.
Ne, weil hier kriegen wir noch nichts hin. Gar nichts. Das hatte ich alles schon mal im vorherigen Testlauf mal alles gemacht. Ich will euch das jetzt nur hier einmal kurz zeigen. Dass das geht und man sich so Schritt für Schritt da durchfrisst. Wenn wir jetzt natürlich mehr Bagger hätten, wird das schneller gehen. Aber ich kann jetzt auch nicht mal eben kurz welche kaufen. Weil das kostet echt ganz schön Geld. Unser Kredit, den wir am Laufen haben. Ich bin hier gerade in so einem festen Stream, ich Idiot, Entschuldigung. Ich komme gleich wieder. Das dauert noch so 10 Minuten, Viertelstunde. So. Geht natürlich noch nicht. Müssen wir noch weitermachen. Können wir mal schauen, ob wir so eine Holzindustrie da schon hinkriegen. Ah, der hebt an. Das ist doof. Da senkt er. So, jetzt immer Stück für Stück weiter vorgehen. Der dauert schon länger, weil da so große Berge sind. Und das wird jetzt auch immer schlimmer, je weiter wir da oben hinkommen. Schade, dass wir keinen Bagger mit westlichem Geld kaufen können. Dann hätte ich da nämlich noch welche geholt. Dann geht das nämlich schneller. Das ist jetzt, weil wir wenig Geld haben, versuche ich, naja, über eben Terraforming mir einen Vorteil zu verschaffen. Das heißt, wir haben ja Geld ausgegeben für die Bagger und jetzt mit viel Zeit und Mühe, die ich auch selber aufbringe, kann ich es jetzt also schaffen, dass wir dann später preisgünstiger irgendwelche Industrieanlagen hier bauen können für die Kiesgewinnung. Ansonsten, wenn wir jetzt zum Beispiel hier einfach so querfeldein überall die ganzen Minen hinsetzen, müssten wir sehr teure Straßen, ja gut, die sind erstmal nicht teuer, aber es sind sehr viel Serpentingassen nötig, also so Schlangenlinien, um die Steigung zu bewältigen. Oder wir müssten ganz viele Förderbänder bauen, um dann die Sachen zur Kieswaschanlage zu transportieren. Oder eben, dass man eine Seilbahn bauen müsste. Also hier versuche ich einfach alles ein bisschen mehr anzugleichen, so wie das in der Realität ja auch dann manchmal gemacht wird, ne? Mit Sprengstoff und dies und jenes werden auch Berge abgetragen oder bestimmte Flächen eingeebnet.
Ja, es dauert alles so seine Zeit. So, aber ihr habt ja gesehen, wie man dann von einem Teil zum nächsten kommt, dann immer größer wird. Ja, noch kann er nicht, dann müsste man noch ein bisschen weiter machen. Wir hätten ja auch eigentlich hier so einfräsen können, ne? Das wäre auch noch eine vernünftige Größe gewesen. Vielleicht habe ich mir ein bisschen zu viel vorgenommen, aber es ist jetzt egal. Wir werden hier jetzt noch am Rest, zum Rest der Zeit werden wir noch ein bisschen weitergehen hier in der Zeit. Ach so, ich wollte noch eben kurz speichern. Jo. So, und das mit dem Kies abbauen, das können wir so und so erst nach dem Winter machen. So, und was wir ja festgestellt haben, ist, dass hier immer wieder mal so ein paar Meldungen kommen, Bürger werden krank und so. Ja, wir werden deshalb auch hier nochmal schauen, vielleicht nochmal ein paar mehr Leute einstellen. So, volle Pulle. Weil wir ja nur ein Krankenhaus haben, können dann vielleicht noch zwei, drei Autos noch dazu kaufen, wenn wir ein bisschen Geld haben. Da haben wir gerade ein bisschen Geld. Wir kaufen uns aber erstmal nur die preisgünstigen Autos. So, und einen von den teuren noch, dann haben wir vier und drei. So. Perfekt. Ärzte haben wir ein bisschen wenig. Da schauen wir mal, ob wir das hier mit den Schulen schon gesenkt haben. Schule 6, jawohl. Vielleicht kommen die Ärzte alle noch. Ja, 8 Ärzte, 9. Das sieht doch schon mal gut aus. Man könnte natürlich auch überall noch einen Bus drauf schicken, noch einen weiteren. Unser Heizkraftwerk arbeitet hervorragend. Abwasser hervorragend. Im Supermarkt haben wir gut reduziert die Anzahl der Arbeiter. Dürfen natürlich auch nicht zu viele Arbeitslose haben. Neues Fahrzeug. Super. Wie viele Arbeitslose haben wir denn derzeit? Gucken. Einwohnerzahl ist bei 2150. Arbeitslose 124, 23. Ja, wo können wir denn noch welche einstellen? Feuerwehr hat maximal. Krankenhaus maximal. So, wir müssen jetzt noch so eine Industrie haben, wo wir noch ein paar Leute einstellen. Das funktioniert auch, weil je mehr die arbeiten, umso weniger werden sie krank. Umweltverschmutzung in Ordnung, Krankenhaus, Umweltverschmutzung hält sich in Grenzen. So, dann würde ich sagen, dann werden wir in den Kaufhäusern doch noch mal ein, zwei Leute einstellen. Dann können sie arbeiten. Also Hallenbad-Leute einstellen ist auch nicht schlecht, ne? Soll ja sagen, also
Weil in den Kaufhäusern brauchen wir eigentlich nicht mehr. Lassen wir das mal so. Ich nehme mal lieber dann die Hallenbäder. Ach, das ist das Kino. Kino und Hallenbäder. Okay. Kino. War das? Hallenbad hier. Hallenbad. Sehe ich kein Kino mehr. Es ist so dunkel hier. Da. Nein. Ich glaube, wir hatten nur zwei Kino, ne? Boah, Kino. Hallenbad. Kriegen ja bald Winter. Weil wir müssen hier oben Geld verdienen. Wir müssen unseren Kredit loswerden. Das ist okay. Also ehrlich, wir haben Arbeitslose. Ja gut, es ist kalt, ne? So, was sagt denn die Kneipe? Die wunderbare Kneipe. Es ist eine Schule, Kindergarten, Kneipe, Kneipe, Kneipe. Da ist keine Kneipe. Jo, ist auch okay. Haben wir denn jetzt die Stromversorgung auf 30%? Jetzt kann man kaum noch was sehen. Die wollen wir noch steigern ein Stück. So. Für Spannungsstabilität. Der Zug, der fährt oder rollt auch auf seinen Gleisen. Fürchterliches Unwetter. Genau. Die Arbeitslosigkeit, wie verhält die sich jetzt? 149, 143, 148. Verhält sich ungefähr gleich. Durchschnittliche Lebensdauer 77%. Das ist relativ gut. Wir könnten trotzdem was gegen die Arbeitslosigkeit machen, ne? Auch nochmal in den Kaufhäusern ein bisschen was rein stoppen an Arbeitern. Wie sieht denn das hier beim Krankenhaus aus? Ist da auch genug? Und Heizkraftwerk, nicht, dass wir unnötig Leute abziehen und dann wird nirgendwo mehr geheizt. Also da habe ich lieber eine gewisse Arbeitslosenquote. Das lassen wir mal lieber so, wie es ist. Ich glaube, seitdem ich den Stromimport erhöht habe, machen wir noch weniger Gewinn, ne? Ja.
Aber wir brauchen das. Das war hier unten vorhin so am Zittern. Zittert immer. Minus 9%. Ja gut, der heizt jetzt auch ohne Ende. Und wenn wir Spannungsschwankungen haben, dann produzieren auch vielleicht die Ölpumpen nicht so viel. Wir wissen ja ungefähr, was wir im Monat verdienen. Na gut, der hat das auch vorhin so gemacht. Okay. Werden wir ein bisschen weniger Strom importieren. Ist ja noch stabil. So, dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Das mit den Krankheitszahlen haben wir ja soweit im Griff. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und dann streame ich gleich locker weiter. Dieses wird erstmal hier eine feste Folge, weil ich das ja mit dem Terraforming so mal einmal zeigen wollte, was ich auch dann nebenbei weiter durchziehen werde. Aber da müsst ihr jetzt nicht stundenlang zugucken. So, dann sage ich mal Tschüss und bis später.